unsere Werte in der ganzen Welt. Der Stolz einer Nation. Doch dann geriet das Flaggschiff der Schweiz in Turbulenzen. Swissair hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken. Und das ist nur die Spitze von der Eisberg. Sie bestimmten einen Retter. Geschichte, wo der Basis für Weg verletzt wird, sie mit mir verbieten. Und versprachen Unterstützung. Wenn du den Job machst, das Credit Suisse auf deiner Seite. Beteiligung ist vorstellbar. Ja, man werdet alles versuchen, um ihn zu helfen. Doch nicht alle hatten die gleiche Agenda. Ihr wisst doch nicht, wie sich die Sache wirklich entwickelt tut. Ich glaube, wir haben den Weg deutlich gezeigt. Genau das Gleiche passiert wieder. Die ziehen mich wieder über den Tisch. Aber bald noch für dich. Nicht, dass ich mal ein riesiges Geschrei habe am Ausgang. Nein, nein, nein! Wissen Sie, was das bedeutet? Sie reden da von einem Teilgrounding von der Flotte. Wir versuchen, die Swissair am Leben zu halten. Das schuld ich mir aus der Lüge. Es ist nun leider so, dass Personal abgebaut werden muss. Die Krise zerstörte Träume, Familien, Liebe. Ich weiß nicht, Peter, jetzt einfach nicht mehr gern. Und das Vertrauen. Verdammt mich doch nochmal, das ist ehrlich, verdient Geld. In das reichste Land der Welt und dessen Elite. Nur mal einer kommt, aber der Ospel ist telefonisch nicht erreichbar. Es wurde das größte Wirtschaftsdebakel der Schweiz. Zahlmaschinen sind auf fremden Flughafen blockiert. Es geht um die Schweizer Luftfahrt, um das Ansehen von dem Land, auf der ganzen Welt. Your company isn't able to pay the bill. Wir haben den Fuss gekriegt. Unsere Piloten sitzen seit Stunden in diesen Maschinen. Das ist eine fucking Banana Republic. Wir sind starke. Ich verspreche Ihnen, wir bleiben in der Luft. Eine Nation am Boden. Grounding. Die letzten Tage der Swissair. Und ist es noch ein Zeitpunkt? Ein paar Flugis am Boden sind noch lange kein Weltuntergang.